Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Live-Let's Play zu Crash Bandicoot 3 Warped aus der Insane Trilogy. Kannst du dich nicht etwas weiblicher benehmen, Jule? So, ja. Gut, wir haben hier beim letzten Mal Deep Trouble gemacht. Sogar auf Platin. Wahnsinn. Ich bin begeistert. Ja, aber wir machen jetzt mit der 11 weiter. Die 11 ist Dynamite. Ich weiß gar nicht, ob wir da alle Kisten holen können, aber da wird wahrscheinlich ein Edelschalen sein. Naja, wir gucken einfach mal. Wir machen jetzt auf jeden Fall wieder von vorne. Fangen wir an. So halt, ne? Kriegen wir hin. War hier der... Ne, beim letzten Mal war schon blauer. Deep Trouble. Beim letzten Mal war schon der Edelstein, glaube ich. Oder ist hier... Hier kann natürlich auch eine Todesplattform sein. Ich meine, hier gäbe es nämlich auch irgendwo eine. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Dieses Geräusch so. Ah, okay. Haben wir noch nicht. Gelber Edelstein. Haben wir nicht den gelben Edelstein schon? Nee. Okay. Ah, den kriegen wir unten in der... in der Special Area. Im Original... im Original sieht das irgendwie ein bisschen komisch aus. Also sie sehen irgendwie aus wie... also sie sehen sowieso aus wie Crash, aber irgendwie mit einem Bein. So sehen die aus. Es tut mir leid. Das ist das Bier. Ich habe jetzt gar nicht abgeschwärmt über den Edelstein, weil der so toll aussieht. Na egal, machen wir beim nächsten Mal. Ach ja, ich habe ein Bier noch nie rülpsen hören. Ich wollte gerade sagen, hast du noch nie ein abgelaufenes Bier getrunken oder gesehen, aber mit gesehen, also gesehen hast du auf jeden Fall schon mal eins. Das weiß ich. So, Mr. Dino. Los geht's. Ups. Was konnte mir denn das passieren? Geht ja mal gar nicht. Hast du ihn kaputt? Ja, danke schön. Ach, scheiße. Was habe ich gesehen? Ich habe Fenster auf und fetter Zug hat dich rezensiert. Du hast ein abgelaufenes Bier schon mal gesehen. Also ein richtig hart abgelaufenes Bier. Wo schon Stückchen drin waren. Als es noch zu war. War nicht schön. Mit deinen zwei Zähnen, ey. Bye.
wie so ein Wein, ja. Okay, also hier können wir das Zeitrelikt noch nicht holen, weil wir noch keine Lauffunktion haben, also Rennfunktion. Deswegen machen wir mit Hightime weiter. Ihr hartnäckigen kleinen Ratten wollt also nicht aufgeben, was? Dann sammelt mal schön weiter Kristalle und wartet ab, was ich tun werde. Hier mag ich die Musik aus dem Original um einiges lieber als hier im Remake. Weil die fickt mehr rein. Oh, den müsste man eigentlich auch nochmal gucken, den Film. Dennis und ich, wir haben jetzt letztes Wochenende Fluch der Karibik geguckt, also. Ich hab das meiste verpennt. Sagen wir mal so. Und ich hab den irgendwie besser in Erinnerung gehabt. Ich weiß auch nicht. Dann haben wir vorletztes Wochenende war das, glaube ich, da haben wir Avengers geguckt und den Film hatte ich auch besser in Erinnerung. Aber den habe ich zweimal jetzt insgesamt gesehen. Also das letzte Mal und dann irgendwann mal, als ich mir den auf DVD gekauft habe. Aber irgendwie war der damals besser. Keine Ahnung. Kennt sich jemand mit Avengers aus? Na. So. Superheldenfilme mag ich nicht, außer Wonder Woman fand ich gut. Chris vielleicht. Also ich weiß auf jeden Fall, dass der Marvin, also der Loveo, der hat, glaube ich, also der hat die auf jeden Fall, glaube ich, schon gesehen. Nein, da hier, fuck. Ja, da vorne Vase, die scheiß Kiste da. Also nicht Kiste, sondern... Oder ist das hier so, dass wenn man sie sieht, dann bleibt die da? War hier nicht so eine Todesplattform? Ja. Ja, dann fangen wir nochmal von vorne an, ne? Oder? Nee, Moment. Ich meine, da sind keine Kisten in der Todesplattform. Ich meine mich zu erinnern, dass da ein Metall-Checkpoint drin ist. In dem Bonus-Level. Also nicht Bonus-Level, sondern in dem Dingsbums. Zieh dich. Also ich meine in dem Bonus Totenkopf Plattform Bereich wäre ein Metall wie nur 18 Leben. Ja, du siehst doch, wie ich spiele. Ist das kein Wunder.
Ich hoffe mal, ich liege richtig, dass da keine Kisten. Da hatte ich aber Glück, dass da keine Kisten sind. Super nice, super nice. Müssen wir jetzt trotzdem noch mal machen. Da kriegen wir aber hin. Hallo E-Sound. Nummer. So. Und hallo YouTube. Hallo Welt. Nummer ja. Hilf mir auf die Sprünge, Shen. I don't understand. Ach so. Alles klar. Ey, ich habe heute so richtig hart auf der Arbeit Bock gehabt, auf Spyro 1 Original zu zocken. Und vielleicht werde ich das auch machen in meinem Urlaub. Oh nice, mit zwei Masken in den Totenkopf rein. Das ist schön. Ups. Da wäre ich doch fast in den Abgrund gefallen. Wann hast du denn Urlaub? Jetzt! Also ab heute quasi bis... bis zum 24. also Pfingstmontag. Yay! Und das war nicht das Level, an das ich gedacht habe, weil hier war kein Checkpoint. Dann ist das mit dem Checkpoint ist bestimmt die. Gibt's noch so ein Level? 8 Tage frei zum Preis von 6. Nice. So. Road Crash. Oh, da hatte ich ja so Rennen. Warum nicht? Da hätte ich jetzt Bock drauf. Habe ich Bock drauf. Okay. Möglicherweise hat man gemerkt, dass ich ein bisschen überfordert war mit dem Start, weil ich noch auf ein weiteres Tüt gehofft habe. Kam das Spiel hier echt 2017 raus? Schon wieder so lang her, ne? Wahnsinn. Ah, da ist das Alien-Schild. Okay. Dann werden wir hier auch noch mal reinhämmern nachher.
Ich gehe jetzt erstmal auf alle Kisten. Oh, kommt hier nicht der Vierer? Der Sprung mit dem Vierer? Ist das hier? Nein! Ich habe keine Ahnung, ob wir alle gekriegt haben. Es kann sein, dass wir eine verpasst haben. Weil das Kiste holen ist nerviger als Erster zu werden. Parts. Oh. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte, hab schon gedacht, der wird uns... Alter, verzieh dich, du Pisser. Dein Schal da, ey. Echt? Haben wir alle? Yo, nice. Kann man im Remake auch die Typen wegfahren lassen für die Time Trial oder ist das Spiel KLUK geworden? Nein, das Spiel ist immer noch DOOF. Ich würde sagen, wir machen das erstmal komplett fertig, dein Level.